Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Lebensgrundlage Wasser: Vom Umgang mit einer knappen Ressource von Professor Hans-Georg Frede, gehalten am 10. Oktober 2012 im Haus der Wissenschaft in Bremen. Bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich vielleicht zwei Gedanken zum Wasser voranschicken. Wenn wir an Wasser denken, dann können wir uns damit fürchterlich viel vorstellen. Viele Dinge, die uns vertraut sind, vielleicht auch weniger vertraut sind. Zum Beispiel die Tatsache, dass Wasser unser wichtigstes Transportmedium ist, mit dem wir große Mengen über die großen Ozeane der Welt transportieren. Das Wasser, das wichtigste Transportmedium, aber auch für Stoffe in der Landschaft ist. Denken Sie nur an die großen Mündungsbereiche der Flüsse, wenn wir sie aus der Satellitenszene beobachten können, welche Mengen dort in die Meere hineingespült werden, von den Alpen bis zur Nordsee und in anderen großen Einzugsgebieten, dann ist das Wasser, was diese Mengen und diese Stoffe transportiert. Der größte Wassergebraucher oder Verbraucher, wie man es will, in Deutschland sind die großen Kraftwerke, die dringend auf Wasser angewiesen sind, weil sie Wasser als Kühlmittel gebrauchen. Und natürlich ist Wasser unser wichtigstes Lebensmittel und unser wichtigster Pflanzennährstoff. Darauf möchte ich dann später etwas näher eingehen. Und wenn wir an uns Menschen denken, auch dort ist Wasser ein ganz zentrales Element. Denken Sie bitte nur an die schwangere Frau, die ihr Kind trägt. Dann ist es dieses Kind im Bauch der Frau durch Wasser geschützt vor der Umwelt. Zu über 99% der Flüssigkeit besteht das aus Wasser. Also Wasser als ein Schutzmedium im menschlichen Körper. Aber auch im menschlichen Körper ist Wasser ein wichtiges Transportmedium. Versuchen Sie einmal, 10 Salzstangen in 10 Minuten zu essen, in 10 Sekunden zu essen. Sie werden es nicht schaffen, weil Sie nicht so schnell einspeicheln können und damit die Salzstangen nicht schlucken können. Machen Sie mit Ihren Kindern eine Wette. Sie gewinnen jede Wette, dass die Kinder das nicht schaffen werden, diese Salzstangen in der Geschwindigkeit zu essen. Also Wasser als wichtiges Mittel, um unsere Transporte im Körper zu transportieren. Oder denken Sie an das Baby und den alten Menschen. Wasser, das den Zelldruck in den Zellen aufrechterhält und damit die wunderschöne Haut des Babys formt und die Haut, der wir als alte Menschen hinterher hecheln und uns durch die Werbung versprechen lassen, dass wir das wieder reparieren könnten, was natürlich nicht geht. Aber Wasser ist das Medium, das den Zelldruck aufrechterhält. Wenn Sie schon einmal in tropischen, subtropischen Gegenden unserer Welt waren, dann werden Sie schätzen, dass Wasser auf der Oberfläche Ihrer Haut ein fantastisches Kühlmittel ist. Sie haben immer einen Flüssigkeitsfilm auf der Haut, der Ihren Körper runterkühlt und Sie dann auch diese Temperatur ertragen lässt. Also Wasser als Temperaturausgleich. Ja, und schließlich, und damit komme ich auf dieses Bild von Man Ray, stellen Sie sich vor, wir könnten unsere Trauer oder unsere Freude nicht mit Wasser, eben nicht mit Tränen zum Ausdruck bringen. Was wäre das für eine Armut in unserem Leben? Dieses Bild, was Sie hier sehen, ist eine der berühmtesten Fotografien, die je bei Christie versteigert worden ist. Ich glaube sogar, es war die teuerste Fotografie, die je versteigert wurde. Wobei die Fotografen hier so ein bisschen gemogelt haben, denn das sind keine Wassertropfen, das sind Kristalle, die man der Frau aufs Gesicht gesetzt hat, um eben das etwas stärker zum Ausdruck bringen zu können. Der zweite Gedanke, den ich vorweg schicken möchte, den möchte ich Thales von Milet widmen. Er hat gelebt 625 bis 547 vor Christus und hat in seiner Zeit die ionische Naturphilosophie begründet. Und er hat sich natürlich, was ich eben sagte, diese Dinge unseres Lebens vor Augen geführt und hat dann schließlich gesagt und ist zu dem Ergebnis gekommen, Wasser ist das wichtigste Element. Und er hat diesen Gedanken weitergeführt, Wasser ist der Ursprung aller Dinge. Und hat darauf seine gesamte Naturphilosophie aufgebaut. Aristoteles, 150 Jahre später, hat gesagt, es ist nicht nur das Wasser, es ist das Feuer, die Erde, die Luft und das Wasser. Aber auch er hat das Wasser als Grundlage des Lebens begriffen. Wenn wir heute gespannt sind über die neuesten Fotos und Aufnahmen vom Mars,
dann geht eigentlich alles dahin, ob die Kieselsteine abgerundet sind oder nicht, um einen indirekten oder direkten Beweis dafür zu bekommen, ob Wasser auf dem Mars vorhanden war. Wasser steht hier synonym für Leben, Leben auf dem Mars, das es wahrscheinlich irgendwann gegeben hat. Denken Sie an die großen Religionen, das Christentum. Wasser hat in allen Religionen, die wir kennen, eine außerordentlich große rituelle und symbolische Bedeutung. Sicherlich ebenso, wie es Thales von Milet gesagt hat und gedacht hat, weil eben Wasser die Grundlage unseres Lebens ist. Das Christentum, bis ins 12. Jahrhundert wurde der Mensch getauft, indem er untergetaucht wurde. Also länger als wir unsere heutigen Taufriten praktizieren, wurden Menschen in die Flüsse geführt und dann untergetaucht, um eben symbolisch den Menschen zu reinigen. Ganz interessant ist, dass dieser symbolische Akt der Reinigung nicht nur im Christentum, auch im Hinduismus verankert ist. Die Menschen wurden und werden in den Ganges geführt, um eben den Körper zu reinigen. Dass der Ganges hier ein besonders schmutziger Fluss ist, spielt dabei keine Rolle. Die rituelle Reinigung steht hier im Vordergrund. Und um eine dritte Religion zu nennen, auch das Judentum hat diesen rituellen Akt der Reinigung durch Wasser in der Mikwe, wie wir alle wissen, in den tiefsten gelegenen Punkten der entsprechenden Mikwe-Gebäude, wo die Menschen untergetaucht wurden, auch hier Wasser mit dieser tiefen Symbolik. Letztlich denken Sie an den Islam. Jedes Gebet fünfmal am Tag ist mit einer rituellen Reinigung und Waschung verbunden. Also alles Dinge, die letztlich Thales von Milet darin zusammengefasst hat. Wasser ist der Ursprung aller Dinge. Und damit möchte ich mich in meinem Vortrag beschäftigen. Ich möchte zwei Punkte eigentlich nur behandeln. Ich möchte die Frage stellen, haben wir genug Wasser? Da müssen wir sicherlich sehr fein differenzieren zwischen den Verhältnissen, in denen wir leben und wie es auf der Welt aussieht. Und Sie merken schon an dem zweiten Punkt, wo es steht, was können wir tun, dass die erste Frage nicht unbedingt mit Ja beantwortet wird. Das muss man sehr differenziert sehen, wie das auf der Welt aussieht. Und dann können wir uns mit der zweiten Frage beschäftigen, was können wir tun, haben wir überhaupt eine Chance? Das soll der Inhalt sein. Zunächst einmal zu unserem menschlichen Körper noch einmal. Wenn ich am Beginn einer Vorlesung meine Studenten frage, wie viel Wasser verbrauchen sie, dann kommt wie aus der Pistole geschossen 120 Liter am Tag. Das sind aufgerechnet aufs Jahr 45 bis 50 Kubikmeter. Das ist die Wassermenge, die ich an der Wasseruhr bei mir im Haus ablesen kann. Das ist die Wassermenge, die ich gebrauche fürs Kochen, fürs Duschen, für die Toilettenspülung, für die Waschmaschine und so weiter. Letztlich, um uns Menschen mit Wasser zu versorgen. Und wenn wir uns den Menschen einmal angucken, dann stellen wir fest, wir sind ein sehr wasserreiches Organ. 70% unseres Körpers besteht aus Wasser. Also wenn ich für mich sagen kann, dass ich mit mir jeden Tag 50 Liter Wasser rumschleppe, 5 Eimer Wasser wären das, dann können Sie sich ausrechnen, welches Gewicht ich habe. Was ich so interessant finde als Laie, als medizinischer Laie, ist, dass wir bei diesem großen Wassergehalt in unserem Körper eigentlich nur ganz geringe Differenzen im Wassergehalt ertragen können. Und schon sprechen wir von dehydrierten Menschen. Wir wissen das immer aus großen Naturkatastrophen. Wenn ein Mensch drei Tage, wenn wir davon ausgehen, dass er drei Tage keinen Zugang zu Wasser hat, weil er vielleicht unter Trümmern verschüttet ist, dann sagen die Experten, keine Chance mehr zu überleben. Der Mensch kann 3 Wochen ohne feste Nahrung auskommen, aber eben 3 Tage ohne Flüssigkeit, das überleben wir nicht. Die Frage, die sich hier stellt, die für uns eigentlich ganz wichtig ist, sind diese 120 Liter am Tag oder 45 Kubikmeter im Jahr, ist das alles? Reicht das aus? Es ist bei weitem nicht das, was ausreicht. Und das möchte ich Ihnen an einigen Zahlen nennen, am sogenannten Wasserfußabdruck für verschiedene Produkte. Im Grunde genommen wissen wir es alle. Nur es ist bei uns, weil wir relativ viel Wasser verfügbar haben in unserem Raum, in dem wir leben, nicht so bewusst. Aber wenn wir uns einmal vor Augen führen, dass ich für die Erzeugung von 1 Kilogramm Getreide
1300 Liter Wasser benötige, dass ich für die Erzeugung von 1 Liter Milch 1000 Liter Wasser benötige, für eine Tasse Kaffee 140 Liter Wasser, eben um all diese Produkte zu erzeugen, um die Kaffeebohne wachsen zu lassen, um das Getreide wachsen zu lassen, um die Kuh weiden zu lassen und ihr zu trinken zu geben. Und dass ich für ein paar Herrenschuhe, größere Schuhe zugegebenermaßen, Lederschuhe, 10.000 Liter Wasser verbrauche, also 10 Kubikmeter Wasser. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein paar neue Schuhe jetzt im Herbst, dann schleppen Sie virtuell 10 Kubikmeter Wasser mit aus dem Geschäft heraus, denn diese Wassermenge benötigen Sie, um dieses Leder zu erzeugen. Sie müssen erst das Tier mehrere Jahre ernähren, Sie müssen das Grünland mit Wasser versorgen, Sie müssen dann das Leder gerben und so weiter. Sie brauchen Prozesswasser, bis dann schließlich diese doch astronomisch klingende Summe zustande kommt. Wir nennen das Wasserfußabdruck von Produkten, von Lebensmitteln, die wir dringend benötigen. Ganz besonders eng wird es, wenn wir an Fleischprodukte denken. Nehmen wir zum Beispiel ein Beispiel im Futterbau, Grünland. Ich muss Wasser, muss das Futter wachsen lassen. Dazu brauche ich eine bestimmte Wassermenge, die dann den Aufwuchs ermöglicht. Wir nennen das den direkten Wasserfußabdruck des Futterbaus. Ich lasse das Tier darauf weiden und habe den indirekten Wasserfußabdruck als Input für den Fußabdruck des Tieres. Ich muss das Tier verarbeiten, letztlich auf dem Schlachthof, wo auch sehr viel Wasser gebraucht, verbraucht wird. Es geht zum Händler, der das Produkt kühlt, es geht zum Verbraucher. Und wenn ich alles zusammennehme, dann komme ich zum Ergebnis, dass ich für einen Hamburger 2400 Liter Wasser letztlich verbrauche. Ganz interessant, das sollte man vielleicht jetzt schon im Gedächtnis halten, ist die Frage, wo kommen denn diese einzelnen Lebensmittel her? Und beanspruche ich eventuell auch den Wasserhaushalt in anderen Regionen der Erde, wenn ich hier mit großem Vergnügen meinen Hamburger verzehre? Darüber müssen wir später noch mal ein bisschen reden. Wenn ich alles dieses zusammenzähle, dann komme ich nach doch ziemlich einheitlichen Aussagen von verschiedenen Wissenschaftlern zu dem Ergebnis, dass ich nicht diese 45 bis 50 Kubikmeter pro Jahr dringend gebrauche für mein Leben, sondern dass, wenn ich nicht ganz erheblichen Wassermangel haben will, ich mindestens 1000 Kubikmeter pro Jahr und Einwohner gebrauche. Und wenn von Wasserknappheit, also wenn die Volkswirtschaft schon Anzeichen zeigt, dass hier ein Mangel vorherrscht, dann sprechen wir von einem Bedarf oder von einem Angebot von weniger als 1700 Kubikmeter Wasser. Wenn ich dagegen die Wasserverfügbarkeit in Deutschland zugrunde lege, dann haben wir hier Größenordnung von 4.000 bis 5.000 Kubikmeter Wasser pro Einwohner und Jahr verfügbar. Wasser, das im Laufe des Jahres immer wieder erneuert wird durch den Niederschlag. Und weil das so ist, machen wir uns auch keine großen Gedanken über die Erzeugung von Lebensmitteln, für die wir Wasser gebrauchen. Wenn wir in andere Regionen der Erde gehen, wo wir kein Wasser in ausreichenden Mengen haben, da wird dann diese Überlegung schon zu einer Existenzfrage und ich muss mir sehr gut überlegen, wo bekomme ich denn hier mein Wasser her. Aber wir können hier schon mal festhalten, dass wir in Deutschland doch sehr gut mit Wasser versorgt sind. Es gibt doch einige Regionen, da ist die Wasserversorgung etwas geringer aufs Jahr betrachtet. In den östlichen Bundesländern, da möchte ich gleich noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Aber halten wir doch schon mal fest, dass wir, wenn wir an unsere Lebenssituation denken, dass wir 97% des Wasserbedarfs für die Erzeugung von Lebensmitteln ausgeben und nur 3%, das sind diese 45 Kubikmeter, Wasser für Trinkwasser, für Hygiene, für den Hausgebrauch, das, was wir letztlich an der Wasseruhr bezahlen. Das sind die Relationen. Und die müssen wir schon mal im Auge behalten. Natürlich müssen wir uns deshalb auch mit dieser Größenordnung, also dem Wasserbedarf für die Erzeugung von Lebensmitteln, intensiver auseinandersetzen, vor allen Dingen in den Regionen der Erde, wo wir knappe Wasserressourcen haben. Nehmen wir die gesamten Wasserressourcen der Erde. Nicht ohne Grund sprechen wir vom blauen Planeten. Blau aus der Satellitenperspektive,
weil 2/3 der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt ist. Die gesamte Wassermenge, die wir auf der Erde haben, nach UNESCO-Angaben, das sind 1,36 Milliarden Kubikkilometer. Also nicht Liter, nicht Kubikmeter, sondern Kubikkilometer. 1,3 Milliarden Kubikkilometer, also Würfel mit einer Kantenlänge von einem Kilometer. So schön, so gut. Aber wir müssen bedenken, dass über 97% dieser Menge Salzwasser ist. Salzwasser, das weder von Mensch noch von Tier noch von der Pflanze verwertet werden kann. Also für uns, für die Lebensgrundlage, die ja heute unser Thema ist, ist eigentlich nur diese kleine Scheibe 2,5% der gesamten Wasserreserven interessant. Und auch hier muss ich noch bedenken, dass der größte Anteil im Eis festgelegt wird, zum Teil im Grundwasser, und dass nur 0,25% der Süßwasserressourcen letztlich erneuerbares Süßwasser ist, das, was wir verfügbar haben. Das sind bezogen auf die gesamten Wasservorräte der Erde, die in einem ständigen Kreislauf sind, 0,007% ungefähr der gesamten Wasservorräte. 95.000 Kubikkilometer. Die Zahl sollte man sich noch mal vor Augen führen. 95.000 Kubikkilometer, also ein sehr, sehr kleiner Anteil. Frage, reicht das? Reicht das für die knapp 8 Milliarden Menschen, die wir heute haben? Reicht das für knapp 7 Milliarden Menschen? Reicht das für die 9 Milliarden, die wir im Jahr 2050 konservativ geschätzt erwarten? Theoretisch reicht das. Theoretisch würde das reichen für 10 Milliarden Menschen. Theoretisch würde es reichen für 12, 14 Milliarden Menschen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich die Verteilung dieser erneuerbaren Süßwasserressource in Zeit und Raum. Das ist das Problem und deswegen müssen wir uns damit noch etwas intensiver befassen. Diese ungleiche Verteilung führt dazu, dass über 1 Milliarde Menschen keinen Zugang zu ausreichendem oder und sauberem Trinkwasser haben. Das ist die Hauptursache in der Welt für Krankheiten, für Armut, Not, Tod, Kindersterblichkeit. Also es ist schon ein großes Problem mit den Süßwasserressourcen, die wir auf der Welt haben. Deswegen auch die erste Frage sicherlich nicht mit einem einfachen Ja zu beantworten. Schauen wir uns Deutschland an. In Deutschland haben wir im Schnitt der Jahre knapp 800 mm Niederschlag verfügbar. Ganz interessant ist, was eigentlich viele Leute gar nicht zur Kenntnis nehmen, dass wir, wenn Sie die rote durchgezogene Linie hier sehen, dass wir einen steigenden Trend der Trinkwasser, der Niederschlagsmengen und damit Trinkwasserverfügbarkeit in Deutschland haben. Wir haben also in dem Zeitraum von 1900 bis 2010, also 110, 112 Jahre Betrachtung, aktuelle Daten sind das vom Deutschen Wetterdienst, ungefähr eine Zunahme der Niederschlagsmengen in Deutschland von ungefähr 50 mm zu verzeichnen. Natürlich wissen wir, dass das Mittelwerte sind, Mittelwerte, die starken Streuungen pro Jahr, aber auch regional unterlegen sind. 1960 zum Beispiel hatten wir nur im Mittel Deutschlands 550 mm und 2002 war das niederschlagsreichste Jahr, das wir hatten, mit über 1000 mm. Sie sehen also, wir haben eine große Variabilität in den Niederschlagszahlen. Deswegen tun sich auch die Meteorologen immer so schwer, wenn sie dann in den Nachrichten gefragt werden, ist das eine Folge des Klimawandels? Sie können es letztlich nicht sagen, weil sie lange Zeitreihen benötigen, um hier eine konkrete Aussage machen zu können. Und wenn wir uns jetzt einmal die Verteilung anschauen, dann sehen wir, dass dieser Wert von knapp 790 mm, also der durchschnittliche Wert, dass der eigentlich nur einen relativ geringen Aussagewert hat, denn die Verteilung in Deutschland, die ist recht ungleich. Wir haben in den letzten 130 Jahren eine Zunahme des Niederschlags, wie eben gesagt, von 11,1% in Deutschland. Und wenn wir uns das auf den Raum verteilt ansehen, dann sind die westlichen Bundesländer
auch hier Bremen, wo wir sind, doch mit diesem Plus versehen. Dieses Mehr an Wasser fällt aber sehr unterschiedlich aus. Sie sehen, dass gerade Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen, dass die deutlich weniger an Mehr an Wasser bekommen haben in der Vergangenheit. Das liegt daran, weil diese Regionen sehr stark vom kontinentalen Klima beeinflusst sind und wir vom humiden Klima. Also die Verteilung in Deutschland ist schon relativ ungleich. Und der Deutsche Wetterdienst sagt, nur in Sachsen regnet es heute weniger als vor 130 Jahren im Mittel der Jahre. Wenn wir uns die Temperaturen, sind für uns auch für das Wettergeschehen, für den Niederschlag nicht ganz unwichtig anschauen, dann haben wir in dem gleichen Zeitraum einen doch deutlichen Anstieg der durchschnittlichen Temperaturen in Deutschland. Und auch hier die Verteilung. Einmal, dann haben wir seit 1880 eine durchschnittliche Zunahme von 1,2 Grad, allerdings auch hier eine relativ ungleiche Verteilung. Warum ist die Temperatur wichtig, wenn wir über Wasserhaushalt reden? Bei höheren Temperaturen haben wir natürlich auch einen höheren Verdunstungsanspruch der Atmosphäre und wir führen damit auch einen höheren Anteil an Wasser, der an Niederschlag kommt, wieder in die Atmosphäre zurück. Es ist also nicht so, dass das Meer an Wasser automatisch 1:1 im Grundwasser wiederzufinden ist, sondern ein Teil geht auch in die Atmosphäre zurück. Wobei die Schätzungen, wie viel das ist, eigentlich sehr ungenau sind. So viel zu Deutschland. Also wir können hier schon sagen, uns geht es eigentlich mit dem Wasser recht gut. Und Klimawandel bei uns in Bezug auf Wasser darzustellen, auf Niederschläge, das ist sicherlich eine Aussage, die stark relativiert werden muss. Ganz anders, wenn wir uns die Niederschläge weltweit anschauen, dort haben wir die Situation, dass die Niederschläge weltweit, eben die Süßwasserressourcen, die dort anfallen, sehr ungleich über die Welt verteilt sind. Wir sehen hier in Äquatorregionen hohe Niederschläge. Wir sehen Regionen mit ganz geringen Niederschlägen. Und wenn wir das einmal im Jahr durchlaufen lassen, diese Übersicht als GPCC-Report, dann sehen Sie jetzt, wir sind im März, April, dass wir Regionen haben, die ganz wenig Wasser bekommen im Jahresablauf, Regionen, die immer gut mit Wasser versorgt sind, Nordafrika, Südafrika schlecht versorgt, Südamerika, natürlich Australien, aber auch viele Regionen in Zentralasien und auch in China. In China ist das Wasserproblem ein ganz zentrales Problem. Hier sehen wir die Daten jetzt für den Dezember und da sehen wir auch, dass dieser gesamte asiatische Raum, der nördliche Raum zumindest, doch mit erheblichem Wasserdefizit versorgt ist. Also die Wasserverteilung weltweit ist doch sehr unterschiedlich, das müssen wir festhalten. Vor kurzem war ich auf einer Veranstaltung, da sagte mir ein Kollege, er hat das meiste mit der Weltbevölkerung, mit dem Anstieg, das haben wir hinter uns, wir sind doch deutlich auf dem abnehmenden Ast des Zuwachses der Weltbevölkerung. Das ist völlig richtig, wenn man sich diese Kurve des Wachstums und die Extrapolation einmal ansieht, dann sind wir tatsächlich auf einem stark abnehmenden Ast. Und wir erwarten ja nur noch relativ geringe Zuwachsraten, eben diese 2,5 Milliarden Menschen bis 2050 und dann hört das Wachstum auf. Und er sagte, wir haben so viel schon geschafft, dann schaffen wir das auch noch. Und diese Aussage halte ich ehrlich gesagt für gefährlich. Denn wenn wir das Wachstum der Weltbevölkerung, das sind hier die rot gekennzeichneten Regionen der Welt, uns anschauen, dann ist natürlich das Wachstum ganz ungleichmäßig verteilt. Wir haben gerade die neuesten demografischen Daten für Deutschland und auch für Europa gehört. Deutschland ist eine Region, wo das Wachstum abnimmt, wo wir sogar negatives Wachstum haben. Und wenn wir mit dieser Wachstumskarte der Welt einmal die Wasserstressregionen der Welt vergleichen, da muss man festhalten, dass eigentlich die Wachstumsregionen deckungsgleich sind weitgehend mit den Wasserstressregionen der Welt. Und das ist sicherlich ein ganz großes Problem, das uns beschäftigt. Wenn ich noch einmal die Zahlen
des Wassermangels, der Wasserknappheit Ihnen vor Augen führe und bezogen auf das Jahr 2000 und 2050, dann wird uns das besonders deutlich. Wir haben im Jahr 2000 ungefähr 8% der Weltbevölkerung gehabt, das waren 6,1 Milliarden seinerzeit, die Wassermangel oder Wasserknappheit hatten. Also weniger als die 1700 oder 1000 Kubikmeter Wasser pro Einwohner und Jahr. 92% der Bevölkerung hatten ausreichend Wasser. Und wenn ich das Jahr 2050 dagegen halte, mit den erwarteten 9,4 Milliarden Menschen, dann ist der gesamte Anteil an Menschen, die Wassermangel haben und Wasserknappheit, eben weil dieser Zuwachs der Weltbevölkerung in den Wassermangelregionen liegt, der liegt dann insgesamt bei 42%. Wir leben zurzeit in diesem Teil des Kuchens. Nicht nur wir in Deutschland, im größten Teil Europas kann man das sagen. Wir leben hier. Wir werden auch, wenn wir 40 Jahre weiter sind, immer noch in dem Teil des Kuchens leben, der ausreichend mit Wasser versorgt ist. Aber der Druck, und da bin ich mir ganz sicher, auf unseren Wohlstand, der ja letztlich auf dieses ausreichende Wasserversorgung und Wasserverfügbarkeit zurückzuführen ist, der Druck aus diesen Gegenden der Welt, der wird immer größer werden. Einfach weil die Menschen an dem Wohlstand, den wir haben, teilhaben wollen. Und deswegen werden wir uns auch in Zukunft ganz intensiv mit Migrationsbewegungen auseinandersetzen müssen, weil einfach die Menschen an unserem Wohlstand, der durch Wasser hervorgerufen wird, teilhaben wollen. Das ist mit Sicherheit so. Damit käme ich auch zu einem ersten Fazit, der ersten Frage: Haben wir genug Wasser? Wir können festhalten, dass wir in unserem Raum, in dem wir leben, im Gegensatz zu vielen Regionen der Welt über genügend erneuerbares Süßwasser, letztlich Wasser, das vom Niederschlag kommt, verfügen. Wir leben wirklich in einer bevorzugten Region der Welt. Und der zweite Punkt, den man festhalten kann: Die Ressourcen an Wasser sind ungleich verteilt, und zwar, wenn ich das jetzt weltweit betrachte, und zwar in Raum und in Zeit. Das gilt zwar auch für Deutschland, aber immer auf einem sehr hohen Niveau. Komme ich nun zum zweiten Punkt, den ich Ihnen gerne vortragen möchte. Was können wir denn tun? Auch wir, die wir hier in Deutschland sind. Wenn Sie in Erdkundebücher gucken, mein Sohn ist gerade Studienrat geworden für Erdkunde unter anderem und man guckt dort rein, dann finden Sie immer wieder Wassersparen als eine Maxime, die ganz wichtig ist. Wer bewusst leben will, der spart bitte Wasser. Und der kauft eine Waschmaschine und legt nochmal 150 oder 200 Euro drauf, weil diese Waschmaschine dann 10 Liter Wasser weniger verbraucht. Das ist wirklich dummes Zeug. Wasser sparen, damit tun wir keinem Menschen auf der Welt einen Gefallen. Auch nicht uns. Vielleicht, weil wir dann weniger für unsere Wasserrechnung bezahlen müssen. Okay. Aber nicht, damit wir unser Gewissen beruhigen, weil die Menschen in Nordafrika zu wenig Wasser haben. Wasser ist ein Medium, das kann ich nicht transportieren. Dafür ist es einfach zu transportintensiv, zu teuer, eine Schiffsladung voll Wasser von uns nach Nordafrika zu transportieren. Es macht keinen Sinn. Und wenn Sie in Berlin von den Wasserwerken in Berlin sehen, dass der Wasserverbrauch dort in den letzten Jahren um fast 30% zurückgegangen ist, dann ist das für die Wasserwerke in Berlin eher ein Problem als ein positiver Effekt. Denn dadurch, dass weniger Wasser verbraucht wird, werden die Leitungen weniger gespült. Der Infektionsdruck in den Leitungen, pathogenen Keimen, steigt. Und es gibt viele Leute, ich habe das jetzt schon mehrfach gehört, die ernsthaft darüber nachdenken, eine Flatrate für Wasser einzuführen, damit auch die Leitungen ausreichend gespült werden. Es gibt eine ganze Reihe Kollegen, die vertreten diesen Standpunkt immer wieder. Und ich denke schon, wenn Ihr Wasserkran mal tropft, wenn es Sie nicht stört, lassen Sie ihn ruhig tropfen. Sie sparen damit nichts, Sie helfen auch niemandem. Also, das ist sicherlich nicht die Lösung der Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ich möchte Ihnen drei
Aspekte nennen, mit denen wir uns intensiver beschäftigen sollten, wo wir aus unserer fachlichen Sicht, sicherlich auch der Sicht des Agrarwissenschaftlers, große Möglichkeiten sehen, zu einer besseren Wasserversorgung in der Welt zu kommen. Da fließen sicherlich auch unsere Erfahrungen aus vielen Ländern der Welt ein, in denen wir arbeiten. Wir arbeiten in China, wir arbeiten in mehreren Ländern in Zentralasien, wir sind in Saudi-Arabien, wir sind in Südamerika tätig. Der erste und vielleicht wichtigste Punkt ist der Punkt einer effizienteren Wassernutzung. Was ist damit gemeint? Wir müssen nachhaltiger und effizienter mit Wasser umgehen und dieser Umgang, der muss weltweit dort ansetzen, wo die größten Einsparpotenziale vorhanden sind. Nachhaltigkeit, Effizienz, das sind die beiden Schlüsselbegriffe. Wenn ich an Effizienz denke, dann muss ich mir überlegen, wo ich die größten Wasserbeträge an Süßwasser, wohlgemerkt, wir reden nur noch über Süßwasser jetzt, ausgebe. Das sind weltweit gesehen, sind das nur 30%, die in Industrie und Haushalten verbraucht werden. 70% der Süßwassermengen, die wir aufwenden, die verbrauchen wir in der Landwirtschaft. In der Landwirtschaft, um Lebensmittel zu erzeugen. Also ist sicherlich der effizienteste Einstieg der, wenn wir uns darum kümmern, dass in der Landwirtschaft effizienter mit Wasser umgegangen wird. Das ist leider nicht der Fall. Was heißt nachhaltig? Hierzu müssten wir etwas mehr in die Terminologie, die in der Hydrologie gebraucht wird, einsteigen. Wir kennen drei Formen von Wasser. Für uns ist das etwas schwer verständlich, aber wenn Sie mal in einem ariden Gebiet sind, dann wird Ihnen das sehr schnell deutlich. Das grüne Wasser, damit bezeichnen wir im Wesentlichen den Niederschlag. Also eine natürliche Ressource, die Jahr für Jahr, bei uns zumindest, wieder erneuert wird. Mit dem blauen Wasser bezeichnen wir das Grundwasser. Und graues Wasser, das beschreiben wir als sogenanntes Prozesswasser. Wasser, das dringend benötigt wird, um zum Beispiel bei Schadstoffanreicherung die Schadstoffe so weit herunterzuführen, dass wir wiederum unsere Grenzwerte einhalten. Beim Nitrat, beim Pflanzenschutzmitteln oder Prozesswasser, das notwendig ist, um in ariden Gebieten die Böden zu entsalzen, damit wieder eine Pflanze dort wachsen kann. Dieses Wasser steht nicht fürs Wachstum zur Verfügung, sondern es dient lediglich dazu, die Salze aus der Wurzelzone in tiefere Bodenschichten zu transportieren, damit überhaupt wieder Wachstum möglich ist. Das Wasser ist dringend notwendig, das nennen wir Prozesswasser. Nachhaltig ist ja ein schrecklicher Begriff, der ist so inflationär gebraucht, dass ich ihn schon fast gar nicht mehr Ihnen vorstellen möchte. Aber wir haben uns darauf geeinigt in einem größeren Arbeitskreis, dass wir ganz spezifisch, wenn wir bei dem Umgang mit Süßwasser von Nachhaltigkeit sprechen, dass wir damit meinen, dass das die Menge an Grundwasser ist, sprich blaues Wasser, das für die landwirtschaftliche Bewässerung entnommen wird, aber auch wiederum erneuert wird. Also Niederschläge, die fallen und versickern und damit unser Grundwasservorkommen, unser Grundwasserreservoir immer wieder auffüllen. Bei uns ist das kein Thema, weil wir Niederschlagsüberschuss haben und das passiert automatisch. Deswegen denken wir auch wenig darüber nach. Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel, wo das eben nicht der Fall ist. Das verstehen wir ganz gezielt in der Hydrologie, wenn wir uns mit solchen Fragen auseinandersetzen unter nachhaltigem Gebrauch von Wasser. Hierzu ein Beispiel. Wir sind seit längerer Zeit in Saudi-Arabien tätig. Dazu wollte ich Ihnen zunächst einmal die Karte von Saudi-Arabien zeigen. Das ist die Niederschlagskarte für das Land. Und wenn Sie mal die Farben genau sich anschauen, dann sind wir hier bei weniger als 100 mm Niederschlag pro Jahr. Wohlgemerkt, in manchen Regionen sind es nur 50 oder 40 mm. Und das bei den Temperaturen, die wir im Land haben. Die Karte ist dunkelrot. Die mittlere Jahrestemperatur in Saudi-Arabien beträgt 29 Grad. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie es bei uns liegt. Je nach Region zwischen 8,5 und 9 Grad.
also 20 Grad wärmer im Schnitt des Jahres, ist es in diesem Land. Fazit, wir haben so gut wie keinen Niederschlag, wir haben extreme heiße Temperaturen, also ein typisch arides Gebiet. So, nun noch einmal zurück. Wir haben, um hier einen nachhaltigen Umgang mit Wasser zu ermöglichen oder zumindest ansatzweise zu ermöglichen, möchten wir gerne den Menschen dort klar machen, wie sie mit dem Wasser umgehen, und zwar wie sie ineffizient damit umgehen. Und das wollen wir deutlich machen. Wir haben eine Oberfläche, eine Computeroberfläche geschaffen, wo wir hier das Land haben mit den einzelnen Provinzen. Und wenn man hier in eine Provinz hereingeht, dann werden automatisch die ganzen Klimadaten für diese Region geladen, in den Hintergrund geladen. Es läuft ein Modell, das das Wachstum berechnet mit FAO-Methoden, möchte ich gar nicht näher darauf eingehen. Und dann kann man, was in Saudi-Arabien zurzeit läuft, für Gerste, Sorghum oder Weizen, die Produktionsfläche im Land verändern, was auch überlegt wird. Womit können wir Wasser sparen, sagt das Land. Und sie machen dann die wildesten Überlegungen und wir helfen ihnen dabei und sagen ihnen unterm Strich, wie viel Wasser in dem gesamten Land verbraucht wird, wenn sie denn die Landnutzung, sprich die Erzeugung von Lebensmitteln, auch Saudi-Arabien hat ein relativ großes Interesse, bei Lebensmitteln autark zu sein, wie viel Wasser sie dabei verbrauchen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, was zurzeit realistisch ist in Saudi-Arabien. Die Wasserbehörden haben beschlossen, wir reduzieren den Wasserverbrauch, den Anbau von Weizen. Der wird innerhalb von 8 Jahren auf null gefahren. Und dafür kaufen wir den Weizen auf dem Weltmarkt. So gut, so schön. Und sie sagen, das Wasser, das sparen wir. Aber sie haben natürlich große Beregnungsanlagen, ausschließlich Beregnungsanlagen, auf denen ihre Lebensmittel erzeugt werden. Und die werden weiter genutzt, was man gar nicht registriert. Es wird Tierfutter auf diesen Anlagen produziert anstelle von Weizen, weil der Bedarf an Fleisch sehr groß ist. Also entsprechend dem Flächenanteil, hier ist der Flächenanteil ausgewiesen, der hier frei wird, indem sie die Weizenproduktion nach null fahren, wird dieser Flächenanteil angehoben. Und wir berechnen Ihnen dann, wie sich das auf den Wasserhaushalt auswirkt. Und wir sehen hier die drei Farben wieder. Das grüne Wasser, das blaue Wasser und das graue Wasser. Unterm Strich muss man sagen, Leute, was ihr überlegt habt, das ist ein Schuss, der geht nach hinten los. Denn ihr braucht im Jahr ungefähr 500 Millionen Kubikmeter mehr. Woran liegt das? Es liegt eben daran, dass Alfalfa eine Kultur ist, die relativ viel Wasser verbraucht. Und zwar relativ viel mehr an grauem Wasser. Alfalfa ist eine Kultur, die ist relativ salzempfindlich. Ich muss die Böden öfter spülen, damit die Kultur überhaupt wächst. Und der Anteil an blauem Wasser steigt, hier sehen Sie die einzelnen Zahlen, ebenfalls an. Und das ist das Schlimme. Alles das, was Sie hier blau sehen, vorher und hinterher nach der Veränderung der Landnutzung, das ist Grundwasser, das Sie entnehmen, das nicht erneuert wird. Das sind Grundwasserressourcen, die sind fossil. Das heißt, die sind in einem ganz anderen Zeitraum als dem, in dem sie jetzt leben, mal irgendwann angelegt worden, unter anderen klimatischen Verhältnissen. Und das Land nutzt jetzt diese Grundwasserressourcen eben nicht nachhaltig, weil sie nicht erneuert werden. Und das führt dann ja, zu den Überlegungen, die einfach falsch waren. Wir können Ihnen mit diesem Tool sagen, Leute, macht das bitte nicht, sondern überlegt euch was anderes. So viel hierzu. Also eine bessere Steuerung des Anbaus von Kulturen, eventuell auch Wegnahme von Kulturen ganz außer Produktion. Das kann man, wenn man eben solche Tableau hat, mit dem man die einzelnen Kulturen im Wechsel und ihre Anbauverhältnisse ändert, kann man das sehr gut den Menschen deutlich machen. Nachhaltiger Gebrauch der knappen Wasserressourcen. Uns hat der Landwirtschaftsminister von Saudi-Arabien vor längerer Zeit mal gesagt, weil er immer den
sinkenden Grundwasserstand in seinem Land in den verschiedenen Aquiferen beobachtet. Aquifer ist der Ausdruck für Grundwasserkörper. Und er sagt, unser Land hat zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass die Ölressourcen zu Ende gehen, das wissen wir. Das zweite Problem ist das Problem, dass unsere fossilen Grundwasserressourcen zu Ende gehen. Das wissen wir auch. Und wir wissen auch, dass das Wasserproblem für uns inzwischen das größere dieser beiden Probleme ist. Deswegen fängt das Land jetzt erst, muss man sagen, viel zu spät an, die Entsalzung von Meerwasser voranzutreiben, um solches Wasser dann letztlich auch irgendwann als teilentsalztes Wasser in der Landwirtschaft zu gebrauchen. Also eine erste Möglichkeit effizienterer Umgang mit dem Wasser im Anbau von verschiedenen Kulturen. Ein zweiter Punkt, den ich Ihnen gerne vortragen möchte, das ist der Nutzung modernerer Bewässerungstechnologien. Warum ist das so wichtig? Wenn wir uns einmal die drei klassischen Bewässerungsformen, die es gibt, anschauen. Das hier oben, das ist Furchenbewässerung aus Zentralanatolien. Das hier ist ein Beispiel aus Deutschland, eine Beregnungsanlage. Und das hier unten ist eine Tropfbewässerung. Tropfbewässerung, das sind Schläuche, wo an bestimmten Stellen Wasser aus dem Schlauch heraustropft, bei ganz geringem Druck und wirklich die Pflanze tropfenweise, wie es der Name schon sagt, mit Wasser versorgt wird. Beregnung, das sind in der Landwirtschaft die Beregnungskanonen, die zu ganz bestimmten Zeiten Wasser in ganz bestimmten Mengen der Pflanze zur Verfügung stellt. Ja, bei Furchenbewässerung, das läuft dann so, dass irgendwo ein Dieselaggregat steht, das Wasser aus einem Fluss oder aus dem Grundwasserkörper, Saudi-Arabien, genommen wird und dann in vorbereitete Furchen hineinfließt und die Pflanze mit Wasser versorgt. Und wenn wir uns das einmal, diese Furchenbewässerung, vor Augen führen, dann ist das so, dass hier ein Großteil des Wassers völlig unkontrolliert versickert. Es ist verloren. Völlig unkontrolliert verdunstet, Evaporation, es ist auch verloren. Und nur ein ganz kleiner Anteil wirklich der Pflanze zugutekommt. Wenn wir uns die Effizienz betrachten dieser Bewässerung, dann muss man sagen, dass 30%, maximal 50% des Wassers der Pflanze zugutekommt. Und der größte Teil, der geht eben auf den Wegen, die ich gerade beschrieben habe, verloren. Also ein sehr, sehr ineffizientes System. Das Schlimme eigentlich ist, dass dieses Furchenbewässerungssystem weltweit am meistesten verbreitet ist, und zwar vor allen Dingen in den Regionen, wo wir den größten Wassermangel haben und wo die Bevölkerung am ärmsten ist. Das ist natürlich nicht ohne Grund so, denn es ist ein ganz einfaches Bewässerungssystem. Es kostet nicht viel Geld, außer dem Dieselaggregat. Hier ist dann schon wichtiges Know-how, Voraussetzung und natürlich auch Geld, um diese Techniken anschaffen zu können. Beregnung, dort haben wir eben durch die ganz gezielte Wasserzufuhr Effizienzen von 50-70% und bei der Tropfbewässerung, da können Sie Effizienzen bis 90% erreichen. Also sehr, sehr große Unterschiede. Wenn wir diese beiden letztgenannten Bewässerungssysteme, Beregnung und Tropfbewässerung, weltweit gerade in den regenarmen Regionen einführen könnten, ohne Beschränkung, dann wären alle Wasserprobleme gelöst. Aber das geht eben nicht. Dazu fehlt oftmals die Bildung, dazu fehlt auch das Geld. Aber die Erhöhung der Effizienz, wir haben das für Saudi-Arabien mit dem Tool ausgerechnet, ganz konkret. Wir konnten für das Land den Wasserverbrauch um 30% reduzieren. Ein paar Bilder möchte ich Ihnen zeigen von der Firma Netafim, die solche Techniken entwickelt. Netafim ist eine israelische Firma. Die Techniken werden auch bei uns eingesetzt, also zu Sonderkulturen wie Kartoffeln in den etwas niederschlagsärmeren Regionen und auf leichten Böden. Da sehen Sie, da werden diese Schläuche hier ausgefahren, maschinell. Die Dämme werden dann zugeschoben. Hier sehen Sie die Tropfbewässerung in den Kartoffelreihen liegen. Und dieses Bild finde ich besonders schön, denn hier sehen Sie wirklich, wie buchstäblich jede Kartoffel, Einzelkartoffelpflanze mit Wasser versorgt wird.
da versickert nichts unkontrolliert, da verdunstet nichts unkontrolliert, das Wasser kommt wirklich der Pflanze zugute und dann kann man sich auch vorstellen, dass wir Effizienzen hier bis 90% erreichen. Übrigens ein Land wie Ägypten, die haben das schon erkannt. Die schöpfen ja die Wasserressourcen aus dem Nil bis zum letzten Tropfen aus. Und wenn Sie mal die Gelegenheit haben, auf den Sinai zu fahren, dann werden Sie nur solche Tropfbewässerungssysteme dort finden. Ägypten hat beschlossen, dass alle Siedlungen oder alle landwirtschaftlichen Besiedlungen dort, die dort durchgeführt werden, nur noch mit Tropfbewässerung gefahren werden dürfen, weil sie eben keine Wasserressourcen mehr haben. Der Nil ist die einzige Quelle und der darf kein Wasser mehr abgeben. Als letzten Punkt möchte ich Ihnen eine Überlegung näher bringen, die in Kreisen von Kolleginnen und Kollegen weltweit zurzeit ganz intensiv diskutiert wird. Es ist letztlich eine Überlegung, die auf einen Holländer zurückgeht, der Hoekstra heißt dieser Mann, der sehr intensiv sich mit dieser Frage beschäftigt. Sie können auch im Internet das sehr gut nachvollziehen, der letztlich auch die einzelnen Zahlen zu dem Wasserfußabdruck für verschiedene Produkte letztlich umgesetzt hat. Virtueller Wasserhandel. Was heißt das? Ich bin mir ganz sicher, dass Sie sehr gespaltener Meinung sind, ob das ein Lösungsweg sein kann. Aber mit dem Gedanken muss man sich schon beschäftigen. Was ist damit gemeint? Virtueller Wasserhandel. Ich habe Ihnen eben gesagt, dass der gute Herr Hoekstra aus Holland diesen Ausdruck sehr intensiv bearbeitet, sehr viel dazu veröffentlicht hat. Aber der Ausdruck geht letztlich zurück auf John Allen Mitte der 90er Jahre, der damit mit diesem Gedanken mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Was ist damit gemeint? Es ist letztlich damit gemeint, die Frage, müssen wir überhaupt in der Welt, in den Regionen, die Wassermangel haben, Lebensmittel erzeugen? Oder sollten wir nicht in den Regionen, wo wir Wasserreichtum haben, Deutschland gehört dazu, wo wir Überschüsse produzieren, die Produktion auf einem intensiven Niveau halten und dann die Produkte in die Regionen der Welt transportieren, in denen wir Wassermangel haben. Also nicht das Wasser wird transportiert, sondern das Produkt mit dem im Produkt enthaltenen sogenannten virtuellen Wasser. Bevor ich es vergesse, wenn Sie heute Abend vielleicht nicht mehr, aber wenn Sie nochmal wiederkommen, gehen Sie ins Erdgeschoss in die Ausstellung. Dort haben wir einen wunderschönen Schieber und da können Sie Ihr Frühstück zusammenstellen und bei jedem Produkt, das Sie dort, was weiß ich, zwei Tassen Kaffee, ein Brötchen, Marmelade, Butter und so weiter am Schieber bewegen und wenn Sie hinterher dann auf einen Knopf drücken, dann zeigt Ihnen dieses Modell, diese Station an, wie viel Wasser Sie beim Frühstück virtuell verbrauchen. Wasserfußabdruck von Lebensmitteln. Also, wenn ich nochmal in Erinnerung rufe, dass wir 1300 Kubikmeter pro Tonne Weizen, das ist das gleiche wie Kilogramm Wasser pro Kilogramm Weizen, gebrauche oder 2300 Kubikmeter, um eine Tonne Reis zu erzeugen, wenn ich, dann sehen Sie schon in den Verhältnissen, dass es natürlich toll wäre, wenn ich den Weizen in die Region transportiere, um damit den Menschen zu essen zu geben. Sie werden gleich sagen, ja, dann sind die abhängig. Darüber möchte ich gleich noch mal kurz mit Ihnen sprechen. Aber der Gedanke, Saudi-Arabien macht es, indem sie Weizen auf dem Weltmarkt kaufen. Der Gedanke, der muss uns meines Erachtens beschäftigen. Kurzfristig ist das natürlich, wenn man an die Kleinbauern denkt, etwas, was vielleicht uns eher schockieren lässt. Aber wenn man langfristig denkt, dann würden natürlich durch solch einen virtuellen Wasserhandel in den Regionen auch Kapazitäten, menschliche Kapazitäten freigesetzt, um sich in anderen Bereichen der Wirtschaft zu betätigen. Zum Beispiel, es ist ja dort sehr viel Sonnenenergie verfügbar. Warum würde man die Ressourcen nicht dann nutzen, um sich in diesem Bereich stärker zu beschäftigen? Also Produkte in die Region der Erde
zu transportieren. China macht das ganz gezielt in einem ganz großen Umfang durch das sogenannte Landgrabbing. Sie kaufen in Afrika große Mengen Land, produzieren dort ihre Lebensmittel mit dem Wasser, das dort verfügbar ist, und transportieren diese Lebensmittel in ihr Land. Landgrabbing als eine moderne Form des sogenannten virtuellen Wasserhandels. Wenn wir uns einmal die Wasserströme auf der Welt ansehen, dann sehen Sie ein Wirrwarr von Pfeilen, die Wasserströme, also die Produkte und das in den Produkten enthaltene Wasser über die Kontinente hinweg, von Nordamerika bis Australien, bis Afrika und so weiter zeigen. Wenn wir diese Darstellung mal etwas vereinfachen, und zwar die Nettoströme deutlich machen, dann wird etwas deutlich, was uns nachdenklich werden soll, nachdenklich machen soll, Entschuldigung. Und zwar, wenn wir nochmal an Deutschland denken. Wir sind ein wasserreiches Land, hatte ich Ihnen einleitend gesagt. Und mit den mit den Lebensmittelströmen transportieren wir zusätzlich Wasser nach Deutschland, nach Mitteleuropa. Das ist eigentlich etwas, was sich nicht verträgt. Eigentlich müsste es so sein, wir als wasserreiches Land, die Pfeile müssten umgekehrt in die andere Richtung gehen. Woran liegt das, werden Sie natürlich fragen. Wir als große Exportnation, warum ist das so, dass bei uns noch Wasser in unser Land kommt? Ich weiß nicht, wie viel Fleisch jeder von Ihnen isst, ob Sie den Durchschnitt der Bundesbürger repräsentieren mit 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Aber der Fleischkonsum ist sicherlich ein Punkt, den man hier erwähnen muss, denn wir holen sehr große Mengen von Eiweiß aus Südamerika nach Europa, um unsere Tiere zu füttern, Soja. Und diese Mengen an Eiweiß, die haben wir in unseren Regionen nicht. Also transportieren wir das Soja nach Europa und füttern damit unsere Schweine, damit wir genügend Schweinefleisch essen können. Damit transportieren wir aber auch große Mengen an Wasser. Und dann kommt es eben zu diesen Nettoströmen von Wasser nach Europa hin, was eigentlich unvertretbar ist. Wir ziehen den Regionen in Südafrika, damit in Südamerika das Wasser ab. Auch in Nordafrika, auch in Australien. Und das ist eigentlich eine Sache, die sollte nicht sein. Dann werden Sie sich natürlich fragen, ja, kann ich denn was dagegen tun? Natürlich können wir was dagegen tun, indem wir zum Beispiel etwas weniger Fleisch essen. Der Mediziner sagt das aus seiner Perspektive, ich sage es aus dieser Perspektive und ich meine schon, dass das ein Gedanke ist, den wir mal mit nach Hause nehmen könnten, denn das würde sicherlich dazu beitragen, dass wir wasserarme Regionen entlasten. Virtueller Wasserhandel. Wenn ich die Vor- und Nachteile einmal aufliste und politische Aspekte mit in die Betrachtung einbeziehe, dann ist das schon ein Argument für den virtuellen Wasserhandel. Also natürlich ist dieser Wasserhandel eine Entlastung beim nationalen Wasserdefizit. Wenn Sie einmal googeln, Wasserkriege, Water Wars, dann werden Sie sehen, dass Wasserkriege nicht nur ein theoretisches Thema ist, sondern viele Regionen der Erde Konfliktregionen sind, die durch Wasserkonkurrenz hervorgerufen werden. Man kann sicherlich durch solchen virtuellen Wasserhandel das Problem der Wasserkriege reduzieren, vielleicht sogar verhindern. Wasserhandel ist sicherlich auch ein flexibles Instrument bei kurzfristigen Wasserdefiziten, was wir ja auch machen. Wenn irgendwo eine große Hungersnot ausbricht, dann werden dort Lebensmittel hin transportiert. Es ist auch die Vermeidung unpopulärer Maßnahmen in solchen Ländern für regulatorische Eingriffe in das freie Handeln. Sie sehen, die rechte Seite ist noch frei. Da werden die Nachteile aufzuführen sein. Und da sehe ich als ganz großes Problem, dass die Abhängigkeit von Grundnahrungsmittelimporten, dass das eben die Menschen Angst macht, dass das den Menschen Angst macht, dass sie einfach doch gerne selbstversorgt sind bei den Grundnahrungsmitteln und dass das sicherlich ein Handicap
ist gegen sogenannten virtuellen Wasserhandel. Das ist sicherlich auch ein Argument, dass wir sehr viel Energie verbrauchen, wenn wir Lebensmittel um den Globus herum transportieren. Das ist auch ein Punkt, dass sicherlich der tierische Wert damit nicht von Wassersparen in den betroffenen Ländern nicht gefördert wird. Und schließlich, was ich eben schon sagte, möglicherweise oder zumindest kurzfristig betrachtet, die Existenz bäuerlicher Bevölkerung gefährdet ist. Das sind die Gegenargumente, aber ich denke schon, dass die positiven Aspekte, die Handlungsoptionen, die sich mit virtuellem Wasserhandel eröffnen, für solche Regionen der Welt, die Wasserprobleme haben, nicht für uns, dass das eine Option ist. Ich möchte noch mal sagen, wenn Sie morgen früh eine Tasse Kaffee trinken, bitte denken Sie noch mal an diesen Vortrag. 140 Liter Wasser verbrauchen Sie damit. Klaus Kleber hat das mal in den Nachrichten um 21.45 Uhr gebracht, hat dann eine Tasse Kaffee auch gezeigt und hat dann den Zeigefinger dabei erhoben und hat die 140 Liter erwähnt. Die 140 Liter, die er erwähnt hat, das war richtig. Der Zeigefinger war völlig falsch, denn unser Kaffee wird eigentlich immer in solchen Regionen der Welt erzeugt, in denen wir genügend Wasser haben. Also wenn wir unsere Tasse Kaffee morgen früh trinken und wir dann vielleicht noch bedenken, dass wir fair gehandelten Kaffee damit verzehren, dann tun wir eigentlich anderen Regionen der Welt nur Gutes. Es ist nichts, was negativ zu beurteilen ist. Negativ zu beurteilen ist es erst dann, jetzt gehe ich doch noch mal eins zurück, wenn wir anderen Wassermangelregionen mit unseren Verzehrsgewohnheiten das Wasser abziehen. Dazu zählt aber der Kaffee bitte nicht. Ja, damit bin ich auch beim zweiten Fazit und dann auch am Ende meines Vortrages. Wir sehen aus unserem Bereich drei ganz große Felder, wo wir die Probleme, die wir haben auf der Welt im Umgang mit unseren Wasserressourcen reduzieren können, vielleicht sogar auch in den Griff bekommen können. Das ist vor allen Dingen zunächst einmal die effizientere Nutzung vorhandener Wasserressourcen. Dazu zählt sicherlich als zweiter Punkt die Umstellung von Bewässerungssystemen in sparende Technologien, wobei man sagen muss, die Technologien sind eigentlich alle vorhanden. Uns muss es nur gelingen, sie auch in den betroffenen Regionen einzusetzen. Und schließlich ist auch noch eine Möglichkeit des Wassersparens dadurch gegeben, dass wir den virtuellen Wasserhandel als Instrument des Umgangs mit einer knappen Wasserressource in die Praxis umsetzen. Damit bin ich auch am Ende meines Vortrages, aber ich möchte meinen Vortrag nicht schließen, um Ihnen einen kleinen Vergleich von zwei ganz wichtigen Gegenständen unseres Lebens zu zeigen, Wasser und Diamanten. Ich finde dieses Zitat von Adam Smith aus dem Jahr 1776 immer noch treffender als alles andere, denn er hat geschrieben, Wasser hat einen geringen Preis, aber als knappe Ressource einen sehr hohen Nutzenswert. Diamanten haben einen sehr hohen Preis, aber einen geringen Nutzenwert. Vielen Dank.